Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und willkommen zum vierten Webinar diese Woche mit den Handelsideen. Wir blicken auf die Märkte, auf ein paar interessante Handelsideen heute hier im Programm der Australdollar, Neuseelanddollar, Euro-Kan-Dollar und Euro-Britischer Pfund an dieser Stelle. Einen schönen guten Morgen auch allen, die hier live zuschauen. Ludger, schönen guten Morgen von meiner Seite her. Olaf auch dabei. Also die Märkte sind ja momentan ganz ordentlich in Bewegung geraten, gerade was die Indizes angeht. Da hatten wir ja lange Zeit in den USA noch nicht die richtige Entscheidung, wo es denn lang gehen soll. Tendenzen nach unten. Ja, richtig nach unten. Nein, beide Dip war regelmäßig angesagt. Ja, jetzt haben wir den Punkt, wo man eine Korrektur einsetzt. Und was sehen wir? Oh, Panik an den Märkten. Wenn wir gucken, wo der DAX heute Morgen aufgemacht hat, das ist schon Wahnsinn, was da an Bewegungen kommt. Aber das ist der Markt. Elena, auch da. Schönen guten Morgen. Alexander, guten Morgen. Und ja, die Märkte bewegen sich. Darauf schauen wir. Und morgen gucken wir auch mal die großen Indizes an. Das heißt, morgen mache ich keinen exklusiven, edukativen Teil mit irgendeinem Ausbildungsthema im Trading Bereich, wie wir das die letzten Male auch gehabt haben, sondern morgen nutze ich einfach mal die Zeit. Es hat sich an den Chartsituationen sehr, sehr viel verändert. Wir gucken morgen mal drauf und das wird edukativ werden. Wir schauen morgen mal drauf, wie man sich, sage ich mal, ich will nicht sagen, man kann sich vor solchen Situationen schützen. Einen gewissen Grundschutz kann man schon haben, beziehungsweise kann man aufstellen, wenn es so ein bisschen so eine Art Bauchgefühl gibt. Man sollte das Trading deswegen nicht sein lassen, weil man Angst hat, das wäre die völlig falsche Strategie. Aber es gibt halt einfach nichts, wo man sagen kann, es gibt eine Garantie für irgendwas, wo man so einen Crash vorhersehen kann. Aber das sind Themen, die besprechen wir morgen früh ganz in Ruhe, wie man das auch im S&P 500 sehen konnte, dass nicht so wirklich Stärke aufgekommen ist. Da gab es Anzeichen dafür, die konnte man sehen, wenn man die Charts richtig gelesen hat und auch an den richtigen Stellen nachgeschaut hat. Und das sind Sachen, die gucken wir uns morgen einfach mal in aller Ruhe an und machen mal die aktuelle Lagebesprechung. Das heißt, morgen wird es doch dann im Bereich der Indizes mit ein bisschen edukativen Teil doch deutlich, deutlich ausgedehnter als das, was wir bisher gehabt haben, in den klassischen Indizes schauen. So. Damit aber rein zum heutigen Webinar. Wir starten wie immer mit dem Risikohinweis. Sie wissen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit für die Tagesnachrichten der Platz geschaffen. Also, was gibt es heute? Heute gibt es mal ein paar mehr Dreien, also ein paar mehr Dinge mit hohen Relevanzen. Wir haben zum einen hier um 13.30 Uhr die Veröffentlichung des Berichts der EZB. Da gibt es ja die Zeit, die Tage, das geldpolitische Treffen. Dann gibt es um 14.30 Uhr aus den USA den Verbraucherpreisindex. Gestern hatten wir ja auch den Erzeugerpreisindex, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Da gab es keine Überraschung, also weder positiv noch negativ. Also das hat um keines Willen dafür gesorgt, dass die Indizes in den USA so in die Knie gegangen sind. Um 17 Uhr gibt es dann in den USA die Rohöllagerbestände. Hier sehen Sie die Prognose. Ein Zuwachs wird erwartet. Der letzte Zuwachs war ja doch sehr, sehr, sehr deutlich. Aber wir sehen jetzt momentan auch, dass die Ölpreise schon deutlich zurückgehen. Eigentlich fällt momentan so ziemlich alles in wichtigen Bereichen. Also das heißt, es wird ganz einfach etwas preiswerter, weil an der gesamten wirtschaftlichen Situation hat sich ja aktuell gar nichts geändert. Aber dazu dann morgen mehr. Was gibt es an Nachrichten mit der zweithöchsten Relevanz? Wir bleiben da gleich beim Öl. Um 13.20 Uhr deutscher Zeit gibt es den OPEC-Monatsbericht. Um 14.30 Uhr kriegen wir dann aus den USA noch Informationen zum Verbraucherpreisindex dazu. Da gibt es noch die Kernrate und das VPI. Norbert, auch dir einen schönen guten Morgen. Übrigens, wo wir gerade dabei sind, viele Live-Zuschauer, ich freue mich da immer sehr, sehr, sehr drüber. Wenn irgendjemand einen Chart hat, den er besprochen haben will, einfach hier reinposten und dann können wir an der Stelle auch direkt mit loslegen und den Chart mit betrachten. Also Sie sehen es, heute gibt es ein paar Nachrichten, die den Markt bewegen können. Ich habe nur meine Sorgen, dass die jetzt dafür, oder was heißt Sorge, aber ich denke mal, es wird nicht dazu reichen, die Verluste von gestern und heute durch diese Nachrichten hier wieder auszugleichen. Wir können uns überraschen lassen. Ich weiß es nicht. Alles ist an der Börse möglich. Und weil wir das nicht wissen, gucken wir natürlich immer auf das Verhalten der Marktteilnehmer. Und dazu würde ich sagen, schauen wir jetzt mal in die Charts. Ich hatte es ja schon gesagt, wir starten hier mit drei Währungen heute in den Tag. Den Blick zuerst, ich habe es gerade offen, den Euro-Britischen Pfund hier im Tageschart. Dann habe ich den offen und ich würde sagen, wir bleiben auch direkt dabei. Heißt also an dieser Stelle,
Was sehen wir denn hier im Chart? Wir sehen ganz klar eine dicke, fette, grüne Marke unten um die, um den Bereich von 0,87 britischen Pfund. Die steht jetzt erstmal im Raum. Wo kommt die her? Die kommt jetzt nicht nur hierher von dem bisschen, sondern wer sich das Ganze etwas längerfristiger anschaut, wir haben hier in diesem Dreh einen Bereich, wo der Markt halt schon immer mal rangelaufen ist. Deswegen habe ich das Ganze jetzt mal hier in dem Wochenchart für ein bisschen breiteren Bereich gesorgt. Also Sie sehen, dass hier unten gibt es einfach eine Linie, wo der Markt bis jetzt nicht drunter gelaufen ist. Ja, hier oben ist dann immer so ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich will nicht sagen Langeweile aufgekommen. Der Markt wollte einfach nicht dynamisch drüber und ist dann in der Regel wieder runtergelaufen Richtung 0,87. Also so ein Ping-Pong-Spiel zwischen der oberen Begrenzung und der unteren Begrenzung, wobei wir hier doch etwas Stückchen drüber gesehen haben. Aber hier oben diese Linie, wenn ich sie einfach mal reinzeichnen darf, das ist hier irgendwo die Oberkante dessen gewesen. Da wollte der Markt nicht wirklich mehr. Das haben wir ja auch hier gesehen. Das mal an dieser Stelle, also das Ganze entsprechend hier als rote Linie oben drauf. Warten Sie, ich mache Ihnen das gleich mal rot, damit wir hier im Kontext bleiben. Das ist sozusagen ein Widerstand auf der Oberseite hier im Bereich von, ja, was haben wir da gehabt, 0,90 irgendwo. Also da ist der Deckel oben drauf. Das sehen wir im Wochenchart sehr, sehr schön. Wieso schaue ich mir das ganze Teil jetzt auf Tagesbasis an und sage, das ist eine interessante Geschichte, die wir hier haben. Wir sehen hier diesen laufenden Abwärtstrend. Ne? Also es war sehr, sehr interessant zu sehen, was hier unten beim letzten Abprall passiert ist. Hier hat sich auf Tagesbasis schön einen Aufwärtstrend entwickelt, der nach oben gelaufen ist. Danach wurde der Bereich erreicht und der Markt drehte dann irgendwann rum und hat einen Abwärtstrend gebildet. Ne? Spätestens hier mit Unterschreiten dieser Linie war ja dieser Abwärtstrend sozusagen ein Trend, der den vorhergehenden Trend gebrochen hat. Die Trendentstehung war ja logischerweise schon hier an dieser Stelle. Das sieht man ja, wenn man sich den Chart entsprechend auch anschaut. So, das also an dieser Stelle und da lief der Markt dann runter. So, jetzt haben wir hier eine schöne Korrektur gehabt, die uns dann die Möglichkeit gegeben hat, aus der Korrektur nach unten zu gehen und dann schauen Sie, was dann passiert ist. Dann ist der Markt einfach in einer starken, starken Bewegung runtergelaufen. Es gab nicht wirklich Korrekturen, so wie wir das hier in diesen Bereichen gesehen haben, dass der Markt auch immer mal ein Stückchen zurückgekommen ist. Nein, mehr oder weniger ging es hier geradlinig nach unten. Das heißt, das ist wieder so diese Situation, das Gummiband wird immer weiter gedehnt und irgendwann geht so ein Gummiband halt auch mal zurück. So, und das ist das, was wir jetzt sehen können. Wenn wir das Ganze mal miteinander verbinden, diese stark überdehnte Bewegung, für diejenigen von Ihnen, die sich sagen, Mensch, es gibt ja auch die Theorie dahinter, dass man sagt, was die Korrektur hergegeben hat, das könnte dann entsprechend noch auf, sage ich mal, die Bewegung oben drauf gerechnet werden. Und wenn wir das einfach mal machen, wenn wir dieses Bild einfach mal nehmen, dann haben wir hier an dieser Stelle jetzt den Bereich auch erreicht, wo wir sagen können, aha, jetzt sind wir halt in diese Marke reingelaufen. Also wenn wir das mal hier unten reinnehmen und einfach hier dran setzen, da schauen wir, wo wir stehen. Für diejenigen, die diese Theorien im Trading auch für die Bestimmung von Kurszielen sehen, wir laufen unten in diesen Bereich rein. Das sehen wir hier, die Bewegung ist schon sehr, sehr, sehr weit ausgereizt. Das sehen wir an der starken Überdehnung dieser ganzen Geschichte. Und jetzt läuft hier unten der Markt halt ran. Und da ist es sinnvoll, mal hinzuschauen, gibt es denn Tendenzen, die uns auf eine Umkehr hinweisen könnten. Ja, das heißt, dreht der Markt hier unten rum und gibt es eventuell einen Rebound, weil wir sehen ja hier in diesem Abwärtstrend, der Markt hat die vorhergehenden Bewegungen immer doch ganz ordentlich korrigiert. Hier immer auch mit Schmackes, da war ordentlich Bums dahinter, als dann der Rebound eingesetzt hat, also der Rückgang sozusagen gegen die vorhergehende Bewegung, was die Korrektur darstellt. Und das ist etwas, das kann jetzt hier gut und gerne passieren. Ob das jetzt hier schon passiert oder erst ein bisschen tiefer, wir wissen das nicht, aber wir sehen momentan, dass der Markt uns erste Anzeichen für eine Umkehr gibt. Ne? Und das sehen wir beispielsweise auch, wenn wir hier in die Stunde reinschauen. Wir haben ja in der Stunde jetzt hier diesen letzten Bewegungsschwung. Also das wäre dann das Stück hier unten gewesen. Wir hatten hier die leichte Korrektur nach oben laufen und danach hatten wir die Bewegung entsprechend nach unten, haben nochmal ein neues Tief gemacht. Und hier diese Marke, hier, dieser Bereich hier oben, der ist jetzt wichtig, wenn der Markt nämlich hier darüber geht, dann wäre das wirklich ein Indiz dafür, dass der Markt hochläuft und im sehr, sehr Kleinen, wenn man das mal so bedeutet, hat man hier Bewegung, Korrektur und hätte dann entsprechend die Aufwärtstendenzen. Also das ist wirklich sehr, sehr früh, aber es ist möglich, das Ganze hier aus dieser Perspektive so zu betrachten. Und wenn dann nämlich Musik ins Spiel reinkommt, dann schauen Sie mal, was hier im Stundenchart auch liegt. Da haben wir hier im Stundenchart ein paar schöne Bewegungshochs, entschuldigen Sie, Korrekturhochs. Ja, wir sind ja in einem Abwärtstrend. Das heißt, wir haben ja hier die Bewegungen und die Korrekturen gehabt und das sind immer die Hochmarken gewesen. Und das sind dann doch interessante Anlaufpunkte. Wenn der Markt hier tatsächlich hoch läuft, dann bildet sich unten nämlich hier entsprechend mal ein Aufwärtstrend,
den wir dann hier haben, der ist momentan noch, ja, ich sag mal so, das ist momentan, wenn man sich das Ganze anstellt, noch so ein bisschen Seitwärtsgeplänke, so richtig Dynamik kommt da noch nicht rein. Aber wenn man das mal ganz faktisch nimmt, also einfach nüchtern betrachtet, sind ja hier die Kurse angestiegen, da gab es ein Hoch, dann sind die Kurse abgefallen, da gab es ein Tief und jetzt steigen die Kurse hier entsprechend wieder an. Und wer sich das Ganze anschaut und den Stundentrend ja beispielsweise als Trendgeber gibt, der sieht halt, wenn wir hier oben über die 087, 497 drüber laufen, dass dieser Trend erstmal gebrochen ist. Und wer sich das Ganze dann in den kleineren Zeiteinheiten anschaut, der kriegt da relativ klares Bild davon, was da gerade losgeht. Und da haben wir halt hier auch untergeordnet die Trends innerhalb der Bewegung nach oben, innerhalb deren Korrektur und jetzt wieder dem ganzen Spaß nach oben. Und da sehen wir halt hier auch untergeordnet diesen Trend. Sehen Sie Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dann hat man tiefe Korrektur, jetzt laufen wir wieder oben drüber. Das setzt sich dann fort und wenn dieses Bild bestätigt wird, dann läuft der Markt halt nach oben und das sind dann die interessanten Anlaufpunkte bzw. die interessanten Umkehrformationen, die hier sehr, sehr früh dann doch entsprechend dazu einladen können, einen Rebound zu traden. Wie schon gesagt, bei diesen kleinen Dingen empfehle ich das immer sehr, sehr gern. Da müssen Sie wirklich am PC sitzen, weil diese Umkehren, die können auch mal schnell wieder zu Ende gehen. Und da ist es halt auch wichtig, dass man wirklich live an den Märkten sitzt. Für diejenigen von Ihnen, die das Ganze als nebenberufliche Trader sich anschauen möchten, die warten einfach ab, bis so ein Umkehrsignal gekommen ist. Das heißt, wenn wir uns den Tag hier mal anschauen, dann müssten wir hier in dem Moment als nebenberuflicher Händler einfach erst einmal warten, wird das denn wirklich eine Umkehrkerze? Und wenn das eine Umkehrkerze wird, die der Markt auch annimmt, dann haben wir ja das Potenzial, noch ein ganzes Stück weit hochzulaufen. Das heißt, während die kurzfristigen Trader sich vielleicht hier ein bisschen im Stundenchart austoben, und dort intraday ein paar Bewegungen mitnehmen, haben Sie als nebenberuflicher Händler dann eher den Ansatz zu sagen, okay, wir nehmen hier mal so einen kleinen Swing mit. Und da warten wir einfach ab, was hier passiert, wenn die Stunde wirklich nach oben läuft, sich bricht, also den Abwärtstrend bricht und dann nach oben geht. Das wäre dann entspannt zu traden als nebenberuflicher Trader. Wie schon gesagt, dort die Ziele bitte auch nicht zu weit weg. Aber als nebenberuflicher Trader haben Sie halt nicht immer die Zeit, permanent am Rechner zu sitzen. Und da brauchen Sie einen ganz kleinen anderen Ansatzpunkt. Das heißt, dort gucken Sie nicht in die 5 Minuten und die Stunde, sondern dann schauen Sie eher, was die Stunde in den Tag macht, das können Sie dann entspannt handeln und das wäre dann hier sozusagen der Blick, den wir hier aus der Stunde heraus haben und das wären dann wirklich die Anlauflevel hier. Erst einmal ein Bruch des Ganzen, dann kommt der Markt meistens etwas zurück und dann können Sie aus der Korrektur heraus nach oben traden. Das lässt sich dann entspannt wirklich auch nebenbei machen, weil das sind sehr, sehr oft Dinge, die passieren jetzt nicht in 5 Minuten, sondern die können Sie wirklich entspannt nebeneinander betrachten. Es gibt auch andere Beispiele, das werden wir gleich sehen, wenn wir uns den Euro-Kann-Dollar anschauen, da geht das doch mal ratzfatz, aber das sind dann halt so die Sachen, wo ich immer sage, okay, das ist wie an der Bushaltestelle, wenn Sie einen Bus verpassen, im Normalfall kommt irgendwann der nächste. So ist es auch im Trading, wenn Sie da einen Trade verpassen, weil Sie als berufstätiger Trader natürlich nicht permanent daneben sitzen können, dann ist das einfach so. Und ich kann Ihnen auch sagen, als Trader, der sehr nah an den Märkten liegt, weil er sich hauptsächlich damit beschäftigt, da geht es genauso. Es gibt immer Trades, die man einfach verpasst. Das ist einfach so. Dafür gibt es aber neue Möglichkeiten an dieser Stelle. Also, hier haben wir jetzt mal einen Blick darauf geworfen, was nach oben gehen könnte. Bestätigt sich das Ganze, wie schon gesagt, Anlaufmarken hier, zwei hatte ich ja schon mal genannt aus dem Stundenchart. Das ist die 087912 und die 088074 und dann hier, je nachdem, wenn die ganze Geschichte in der Korrektur noch deutlich höher läuft, dann haben wir hier auch noch diesen Bereich um die 088471. Das kommt auch jetzt wieder auf der Stunde, aus der Stunde heraus. Sie sehen das hier entsprechend aus der Magenta-Farbe, aber wir sehen halt auch zufälligerweise sind das hier Tageshochs gewesen und zufälligerweise ist das auch ein Bereich, wo wir hier einen Widerstand in dieser Kette liegen haben, wo hier der Trend sich entsprechend fortgesetzt hat, hier diese Marke hier unten, da ist der Raum, den ich hier dort an dieser Stelle noch zeigen möchte, das ist dann halt der Punkt, der ist einfach da, das könnte ein Widerstand sein, läuft der Markt so wie hier in den anderen Korrekturen deutlich höher, bietet das Ganze natürlich immer noch mehr Potenzial, aber das sind halt die Wahrscheinlichkeiten, die da sind, ob das so weit kommt, das wissen wir nicht, was wir wissen, wo wir unser Risiko begrenzen können, beziehungsweise was wir auch wissen ist, wir wissen auch, was passiert, wenn der Markt doch weiter nach unten läuft, dann haben wir hier unten diesen dicken, fetten Bereich, wo wir in den Support hier unten haben, diesen längerfristigen Support, da liegt auch noch eine Marke drin von 086980, wo der Markt ranlaufen kann, das sehen wir, wenn ich das Ganze noch etwas kleiner mache hier an dieser Stelle, also das wäre dann mal hier dieser Bereich, dieses Tiefs, da könnte ranlaufen, beziehungsweise unten drunter haben wir dann noch ein Stückchen tiefer, ein paar Tagestiefs liegen, um die 086980.
1,85809. Also das mal mit Blick in den Euro-Britischen Pfund, da ist einiges zu tun. Und es ist auch hier bei dem Euro-Britischen Pfund immer ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, es gibt da immer so ein paar Nachrichten. Ich habe gehört, da muss irgendwas mit dem Brexit sein. Spaß beiseite, der Brexit ist dort allgegenwärtig. Wenn der hart wird oder weich wird, dann hat das natürlich entsprechend direkt auch immer wieder Auswirkungen auf die Währungen. Also das ist alles hier im Zusammenhang auch mit diesen politischen Situationen zu sehen. Da können immer wieder Meldungen auftauchen, die wir gar nicht planen können als Trader. Und deshalb muss das immer im Hinterkopf mit drin sein, was hier entsprechend mit der Risikopositionierung auch angestellt wird. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Markt hinein. Ich hatte das ja gerade angesprochen, Thema Trade verpassen, britischer Pfund. Entschuldigen Sie, Euro kann Dollar. Da ging es gestern ordentlich zur Sache. Ich hatte hier gestern diesen Markt schon im Blick, als der Trend hier unten entstanden ist. Und als ich kurze Zeit später reingeschaut habe, da habe ich hier die Augen gerieben und da dachte ich, ups, was denn hier los? Weil ursprünglich war da auch der Gedanke, okay, wenn sich dieser Trend jetzt weiterentwickelt, dann haben wir hier aus dem Verlauf der Stunde mal die Marke von 1,50 liegen und dann hier oben diesen Widerstandsbereich um 1,50669. Das sind so Anlaufpunkte, wo ich da gedacht habe, gut, da könnte jetzt wirklich, wenn dieser untergeordnete Trend entstanden ist und schön nach oben läuft, hier das Ganze schön nach oben anlaufen. Da ist etwas an Potenzial noch da. Kurze Zeit später sah ich schon, hoppala, der steht ja schon da oben und da sehen Sie, was das für eine Power ist, die hier in Trendentstehungen auch reingesetzt werden kann. Wenn wir uns das Ganze mal etwas näher anschauen, dann ist das, was wir jetzt hier sehen, hier, das ist der Abwärtstrend, der nach unten gelaufen ist. Das ist jetzt die Korrektur dieser Bewegung. Übergeordnet ist das Teil weiterhin short, aber heißt, es gibt natürlich auch hier genauso jetzt die Möglichkeit, dass wir sagen, gut, das war jetzt mal ein erstes Anklopfen, ein erstes Hallo, um zu sagen, wir wollen jetzt weiter hoch, dass der Markt beispielsweise auch rumdreht. Oder wenn der diese letzte Bewegung sehr weit nach oben anläuft, wir sind ja jetzt hier in diesem Widerstandsbereich, hier kann alles passieren. Zwei Sachen sind ja als Grundszenarien jetzt an dieser Stelle denkbar. Nummer eins, hier oben, der Widerstandsbereich ist erstmal ein sehr starker Widerstand und der Markt läuft erstmal nach unten. Was sehen wir da? Wir können da ohne weiteres jetzt die Korrektur sehen, die könnte sogar bis hier runterlaufen, ohne diesen Aufwärtstrend hier kaputt zu machen. Das wäre jetzt natürlich nicht unbedingt ein Zeichen von der Stärke, die wir gestern gesehen haben. Ja, das wäre dann eher ein Zeichen von Schwäche, dass hier nach oben hin vielleicht nur ein paar technische Orders abgeräumt worden ist und kein echtes Kaufinteresse bestanden hat, den Markt dort hochzutreiben. Das wäre dann eher schon ein Schwächezeichen. Aber nichtsdestotrotz, das ist das, was der Markt tun kann. Und wenn er dann irgendwann hier rumdreht und sich sagt, jetzt laufe ich nach oben, dann wäre das natürlich hochinteressant, aus der Korrektur heraus hier nach oben zu traden und dann den Markt weiterzusehen. Oben hin sehen wir hier auch mit dem Blick in die untergeordneten Zeiteinheiten in der Stunde den Bereich hier um die 1,51696 bzw. hier die 1,52, diese Marke hier mit im Raume noch liegen. Das sind Anlaufpunkte, die wir schön im Stundenchart sehen. Das ist das, was Potenzial gibt. Und dann natürlich auf der Oberseite, wer sich das Ganze hier anschaut, wir haben hier noch ein Hochliegen um die 1,532 und hier haben wir dann das Hoch, wenn der Markt wirklich diesen Trend hier auch rausnimmt, diesen großen roten, den ich eingezeichnet habe, das wäre dann natürlich sehr, sehr interessant. Das wäre dann wirklich ein Power-Signal, dass der Markt wirklich so schön hoch will. Das sind mal die Potenziale auf der Oberseite. Da müssen wir aber sehen, dass sich jetzt die Situation, dass die Händler am Markt uns jetzt ein Zeichen geben, was sie denn auch wollen. Nämlich, wenn das Ganze jetzt hier nur ein kurzes Aufflammen war, ein kurzes Strohfeuer, dann ist es jetzt hier an dieser Stelle natürlich sehr interessant. Wir haben eine tief gelaufene Korrektur, wenn man mal die letzte Bewegung anschaut, beziehungsweise das ganze Teil anschaut. Wir haben hier über 50% des Weges zurückmarkiert, haben jetzt hier einen Widerstandsbereich, wo der Markt abdreht und wenn er hier an dieser Stelle tatsächlich wieder Schwäche in den Markt reingibt, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Das wäre dann ein Indiz dafür, dass der Markt hier wieder nach unten läuft und dann sind die Anlaufpunkte ganz klar hier auf der Unterseite zu sehen, bis hin zur 1,47542 hier unten in diesem Bereich. Da wäre mal die Trendfortsetzung zu erwarten und das wäre dann das Signal, wenn wir hier in der Stunde einen Abwärtstrend sehen. Das heißt, wenn wir hier wirklich sehen, in der Stunde bildet sich jetzt ein Abwärtstrend, der wieder nach unten läuft und nicht nur eine kleine Korrektur dieses starken Schubes nach oben. Hier schauen Sie, da ist der Trend entstanden sozusagen und hat sich hier wahnsinnig stark nach oben geschoben. Das ist hier natürlich der Ansatzpunkt. Und wenn sich jetzt hier nur eine Korrektur ergibt, die dann wieder nach oben läuft, ist das alles schick.
bricht das ganze Teil nach unten, tendiert eher nach unten, dann haben wir hier natürlich die Situation, wo der Markt ganz, ganz klar sagt, hier und nicht weiter. Das sind mal so die wichtigen Dinge hier in diesem Bereich mit Blick auf den Euro-Kandel. Also das hier ist mal der Bereich der Stunde sozusagen, wo wir hier die Aufwärtstrendbildung hatten, hier so diesen leichten Schub nach oben mit Korrektur und dann diesen sehr, sehr starken Schub, was jetzt etwas im Rücklauf ist. Und wie schon gesagt, wenn es hier zur Korrektur kommt, zur Umkehrphase, dann kann man das Ganze schön auch nach oben traden. Die Stunde ist hier auch wieder aufwärts gerichtet. Das heißt, für diejenigen, die sehr nah am Markt sitzen, macht es auch Sinn zu sagen, okay, schauen wir doch einfach mal, was der Markt hier in den 15 oder 5 Minuten macht. Hier sehen wir in den 15 Minuten beispielsweise sehr schön den Verlauf des Trends hier auf der Oberseite. Jetzt haben wir hier einen kleinen Abwärtstrend laufen. Wichtig ist, dass hier dürfen wir nicht runterlaufen, sonst wird dieser Aufwärtstrend hier gebrochen und dann könnte es die Korrektur in der Stunde etwas tiefer geben. Aber wenn es das geben sollte, also selbst wenn der Markt hier tiefer läuft, das ist überhaupt nicht schlimm, dann sehen wir halt hier in den 15 Minuten einen Trend, der nach unten läuft und wenn dieser dann wieder rumdreht, ich hatte ja schon oft genug gezeigt, wie das ausschaut, also das sieht dann ähnlich aus wie hier, dass wir sozusagen hier die letzte Korrektur hoch entsprechend eine Bewegung haben und dann das Ganze brechen, nochmal korrigieren und dann nach oben laufen, wenn sich dann wieder ein Aufwärtstrend bildet, dann haben wir die Umkehrsituation auch in den kleineren Zeiteinheiten und das ist das, was wir dann zum Traden aus der Korrektur heraus in Richtung des Aufwärtstrends der Stunde hier zum Handel auch mit nutzen können. So, damit gehen wir wieder zurück in den Tageschart und zwar jetzt als dritte Währungspaarung hier den Australdollar, Neuseelanddollar. Das sind auch immer wieder Paare, wo gute Bewegungen drinnen stattfinden und deswegen habe ich die auch immer mal wieder auf der Uhr und hier haben wir das Währungspaar an dieser Stelle auch mit drinnen stehen. Hier gab es gestern ein Signal, wo wir gesehen haben, oh, hier sind wir wieder an diese Marke, an diesen Widerstand hier oben um die 1.10076 rangelaufen. Da standen wir schon ein paar Mal oben dran an dieser Stelle und wir sehen, mit welcher Dynamik der Markt hier runtergelaufen ist. Der konnten wir jetzt als Händler einfach nur zuschauen. Ne? Wir haben jetzt hier einfach dadurch, durch diesen starken Rückgang, ein paar Tagestiefs noch mit abgeholt und jetzt wird es halt interessant, was passiert jetzt. Wir haben diesen starken Schub nach unten gehabt. Wir haben gesehen, der Markt pendelt hier immer so hin und her zwischen der oberen Begrenzung und diesem unteren Support hier um die 1.08633. Und jetzt kommt es halt drauf an, was hier passiert. Hier, wenn man das Ganze sich mal in der Stunde anschaut, bekommt man relativ gut und relativ klar ein Bild davon, was hier los ist. Das heißt, wir sehen jetzt hier, wenn ich das Ganze mal ein bisschen zusammenzoome, immer so die Bewegung zwischen der Unterseite und entsprechend auch der Oberseite. Die haben wir da gehabt. Jetzt stehen wir hier irgendwo nur mittendrin. Das heißt, von der Seite her, wer sich sagt, ich möchte von der Oberkante zur Unterkante oder umgekehrt traden, der hat jetzt an dieser Stelle einfach relativ wenig zu tun, wenn man das mal von der Seite her betrachtet. Aber wenn man mal die Betrachtungsweise nimmt, wenn man den Trend sich anschaut, den reinen klassischen Trendverlauf an dieser Stelle, dann sehen wir hier, ich zoome das mal kurz rein für Sie, dass wir es groß haben, dann sehen wir hier halt schon sozusagen den Markt nach unten laufen, in Schwüngen. Das heißt, hier der Schwung nach unten, hier der Schwung nach unten, wieder Bewegung hier oben rein. Jetzt läuft das Ganze wieder hier so hin und wir haben hier fallende Hochpunkte. Das könnte wirklich ein Indiz dafür sein, dass der Markt eher wieder den Druck von oben nach unten bekommt und sich deutlich dieser Marke hier unten annähert und dann eventuell sogar einen Bruch des Ganzen in Betracht zieht, das ist die Unterseite, da müssten wir hier Schwäche bekommen und der Stundentrend sich entsprechend nach unten fortsetzen. In diesem Moment, wenn der Markt dieses Szenario spielt, dann ist dieser Rücklauf, den wir hier gerade sehen, nice to have, weil dann können wir aus der Korrektur der Stunde hier nach unten traden. Anlaufpunkte wären dann Tagestiefs hier in diesem Bereich. Wir sehen, dass hier das Tagestief vom 5.10. das lag bei 1.09.058, also hier unten in diesem Bereich, beziehungsweise dann haben wir hier noch eine Reihe von Tiefs, die dann auch angelaufen werden können. Also für den kurzfristigen Bereich kann das durchaus interessant sein. Tiefer liegt dann natürlich hier der Support um diese Marke hier unten. Ich ziehe das mal ganz kurz etwas rüber, da hat sich was verschoben, von 1.08633. Das auf der Unterseite, wenn sich das fortsetzt und wenn es dann weiter nach unten läuft, dann sehen Sie ja schon, wenn Sie etwas weiter nach hinten gucken, dann haben wir hier doch deutlich Luft nach unten, wo das Ganze entsprechend auch korrigieren kann. Also dieser Bereich hier unten um die 1.08633 ist schon wichtig, die hat eine Relevanz, weil der kommt auch von der Relevanzseite her, kommt der aus dem ganzen Teil hier, wenn man das mal im großen Bild nimmt, hat man hier eine starke Bewegung gehabt, hier hat man eine ordentliche Korrektur gehabt, die auch wirklich schön trendförmig ausgelaufen ist, dann lief es hier noch einmal nach oben, dann und jetzt glaube ich, sehen Sie gleich, worauf ich hinaus will, wir haben jetzt hier ein Korrekturtief in diesem Bereich und wenn das unterschritten wird,
dann bricht das mal diesen längerfristigen Aufwärtsschub hier nach oben und das hat dann eine ganz andere Relevanz, eine ganz andere Bedeutung und das ist halt wirklich dann sehr, sehr interessant zu sehen, was hier passiert, also auf der Unterseite das Ganze dort zu sehen, kommt allerdings Stärke rein, das heißt, wenn das hier wirklich eine Korrektur ist, die mit Stärke beantwortet wird, dann liegt natürlich die Oberseite auch auf der Uhr. Da müssen wir auch wieder auf eine Entscheidung warten. Das heißt, wenn der Markt hier rumdreht, diese Umkehrkerze, die sich hier gerade auf Tagesbasis bildet, also der Tag ist auf keinen Fall vorbei, ja. Das bitte jetzt noch nicht als feste Umkehrkerze nehmen. Die entsteht ja gerade erst noch. Der Tag ist noch nicht mal halb um. Dann haben wir hier nach oben hin schon das Potenzial, wenn sich das Ganze dann wieder rumdreht. Das heißt, die Stunde wieder aufwärts läuft, wieder also in diese Richtung hier hinein. Das wäre dann schon interessant zu sehen, was der Markt dann hier oben macht, um die 1.00 Entschuldigen Sie, um die 1,10076, was er da macht, springt er drüber, dann hat er hier oben den nächsten Anlaufpunkt bei 1,10560 hier oben in diesem Bereich. Da ist also einiges da, das heißt, wir haben hier einen Drehpunkt, der momentan mittendrin steht, wo einfach eine Entscheidung aussteht, in welche Richtung das Ganze läuft. Also wen das Ganze interessiert, einfach hier ranschauen und wen das Ganze auch interessiert zu traden und nicht nur im Intraday-Bereich, sondern entsprechend auch mal über ein paar Tage als Swing, als nebenberuflicher Trader und Sie wollen sich mal ausrechnen, welche Kosten hier entsprechend anfallen, klicken Sie wirklich auf den Titel drauf, rechte Maustaste, dann die Spezifikationen und dann sehen Sie ein neues Fenster, was ich hier gerade nicht sehe. Ich sehe nicht, auf welchem meiner Monitore sich das jetzt versteckt hat. Da geht dann ein Fenster auf, wo Sie entsprechend alle Kosten sehen und diese Kosten können Sie dann einfach mal hochrechnen. Das sind die sogenannten Swap-Kosten, das heißt, Sie haben entsprechend hier im Trading mit CFDs und auch mit Währungen haben Sie entsprechend am Anfang Kosten, wenn Sie es kaufen, da fallen auch beispielsweise die Spreads mit rein und wenn Sie es dann über längere Zeit halten, also über den Tag hinweg, dann haben Sie die sogenannten Swap-Sätze und diese Swap-Sätze für die Long- oder Short-Positionen, je nachdem, was Sie fahren, stehen da auch mit drinnen und das Ganze hier zu sehen. Ich sehe es nur gerade in der Übertragung, hat sich das Fenster irgendwo versteckt, wo ich es nicht sehe. Von der Seite her können Sie die Informationen aber ziemlich schnell sehen. Rechte Maustaste und dann auf Spezifikation klicken. Da haben Sie alles, was Sie brauchen. Oder aber, falls Sie noch überlegen, hier bei uns bei Tickmill ein Konto aufzumachen und Sie sagen, Mensch, guter Broker, ich kann Ihnen auch sagen, Kursstellungen sind toll, Preise sind wirklich sehr, sehr competitive und wir sehen halt auch, das Handelsvolumen ist jetzt wieder sehr, sehr stark gestiegen. Also Tickmill hat da einen unheimlichen Zuwachs auch im Handelsvolumen, wo Trader immer mehr bei Tickmill handeln. Das ist auch ein Qualitätszeichen, was wir hier haben. Und für diejenigen von Ihnen, die sich das Ganze einfach mal anschauen wollen, ohne dass Sie jetzt den MetaTrader schon offen haben, gehen Sie einfach mal auf die Website von Tickmill entsprechend. Da sehen Sie dann hier diese entsprechenden Instrumente und wenn Sie hier beispielsweise auf alle Instrumente klicken oder hier drüben auf die Instrumente, dann sehen Sie relativ schnell, wo der Weg hier hingeht. Vorne haben Sie ja schon ein paar Spreads gesehen und wenn Sie dann im Forex-Bereich beispielsweise reinschauen, dann finden Sie hier entsprechend alle Informationen zu den Währungspaaren, die Sie haben wollen und hier sehen Sie auch mal die Punkte in diesem Bereich, also wie viele Punkte jetzt der Swap entsprechend pro Nacht kostet. Bitte, das sind Punkte. Andere Quellen geben beispielsweise auch Prozente an, wenn Sie sich das mal anrechnen oder ausrechnen. Es ist wirklich sehr, sehr schön und einfach, den Preisvergleich zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, hier haben Sie wirklich eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität zu einem sehr, sehr kompetitiven Preis. Also schauen Sie mal drauf, kommen Sie hier vorbei und schauen Sie sich das Ganze an. An dieser Stelle von meiner Seite her, ich schaue nochmal in den Chat. Fragen gibt es jetzt keine. Also an dieser Stelle wieder, wie jeden Tag, wenn wir hier miteinander sprechen, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ich freue mich auf morgen, wenn Sie mögen, Sie wieder hier live zu begrüßen. Morgen wird es wieder etwas länger, da machen wir den Wochenausblick und natürlich, wir schauen die Indizes an, ganz, ganz tief und schauen, wie es weitergehen kann. Also an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank. Elena, ganz lieben Dank für das Posten nochmal von den entsprechenden Märkten bzw. von dem Link hier im Chat. Bis morgen, allen einen angenehmen Tag. Gute Trades und tschüss.